Gut, Leute, der liebe Nitonau hat nach Ewigkeiten, nach wirklich Ewigkeiten, als er eigentlich seinen Face-Rival angekündigt hat, mal wieder ein neues Video hochgeladen, und zwar, wieso sitzt diese Taube? Es sieht nicht so aus, als wäre es ein Face-Rival, aber vielleicht ist er ja auch die Taube, das wissen wir auch nicht, kann ja auch sein, dass die Taube, die sitzende Taube vom PC sitzt und Videos schneidet und reinspricht. Wäre cool, wäre krass, aber, ne? Aber ja, schauen wir uns das ganze Ding mal an, und ich freue mich, dass Nitonau wieder am Start ist. Ja, nice. Ich habe auch die erste Reaktion auf meinem Zweckkanal jetzt, oder? Hallöchen. Ich glaube schon. Wieso sitzt diese Taube? Warum sitzt die da? Tauben sitzen nicht. Sie laufen oder fliegen. Aber doch nicht sitzen. Und vor allem nicht so. Was machst du da mit deinen Beinen? Bist du etwa zu fett? Kannst du nicht mehr fliegen? Jure, beweg deinen fetten Arm. Geh arbeiten, du... AMG? Aber vor allem kann auch sein, dass die Taube ein Problem hat. Oder sie... Hat wir vielleicht ihre Ruhe gerade haben? Sie ist einfach dann mit dieser Welt, mit dem Bullshit. Ich bleibe einfach sitzen jetzt, ich schleppe mein Leben. Am Ende entwickeln sich Dinger weiter. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie eine Katze auf zwei Beinen gelaufen ist. Und da frage ich mich, wenn man einer Katze beibringt, dass es normal ist, auf zwei Beinen zu laufen, und die Katze dann unabhängig von anderen Katzen Kinder bekommt, oder wenn man weibliche und männliche Katze, ich weiß nicht, ob Katzen kommen, können auch Tauben sein. Nee, Tauben laufen ja auf zwei Beinen. Aber wenn man die Katzen, Eltern, wenn die ein Kind kriegen und das Kind dann so erziehen, dass es auf zwei Beinen läuft, dann sind da irgendwann Katzen nur noch auf zwei Beinen laufende. Das ist ja ultra krass, stell dir mal vor, Katzen laufen auf zwei Beinen. Das finde ich so ultra cool. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ist irgendwie cool. Faules Stück Scheiße. Aber Tauben arbeiten gar nicht. Und du bist eine Kartoffel. Wegen dir zahle ich Steuern. Hallo, was hab ich dir gesagt? Warum zahle ich wegen der Taube jetzt Steuern? Du machst mich so sauer. Hör auf damit. Du machst mich so sauer. Mama! Hier ist eine sitzende Taube. Wieso sitzt diese Taube da? Keine Ahnung. Lass sie doch sitzen. Die Mutter war dabei. Oh mein Gott, was passiert hier wieder? Aus! Wieso sitzt diese Taube? Hat er seine Mutter gebitch-slappt? Oh, das B-I-T-C-Wort streiche ich raus, weil ich wollte. Ich meine, nur das da ist für mich nicht, dass sie eine ist, ne? Ich meinte nur. Ne? Das ist bei mir so eingespeichert, dass das so ein. Egal, weiter geht's. Unangenehm! Hör auf zu sitzen! Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Was soll ich denn? Hör auf zu sitzen! Alter, Nitonau sollte eigentlich mal seinen Face-Rival machen, weil ich glaube, dann geht's ihm besser. Der hat aufgestaut Aggression. Er sollte vielleicht mal Sport machen oder so. Mach mal Sport, Nitonau. Nicht mal aus, mach mal Kampfsport oder sowas. Der muss seine Aggression echt mal rauslassen. Hier streitet das arme Mikrofon. Ich hab deine sitzende Taube. Scheiße, er hat eine sitzende Taube. Ich glaube, die lange YouTube-Pause hatte mich gut. Ich glaube es auch nicht, Drachenteufel. Ich glaube es auch nicht. What? Guck, da hängt ein Schild. Keine sitzenden Tauben. Beachte die Regeln. Beachte die Regeln, habe ich gesagt. Polizei! Hier ist ein Einbrecher. Scheiße, was? Wo? Da! Wieso sitzt diese Taube? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was für ein Geräusch das ist? Das ist eine Schildkröte. Genau, ich wollte es gerade sagen, es ist eine Schildkröte. Das wollte ich gerade sagen. Das ist die Schildkröte, die den Schuh rammelt. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade pausiert. Schildkröte, die Geschlechtsverkehr mit einem Schuh hat. Elias, ist alles okay? Ja, ja, alles gut. Ich mache die Schildkrötenstimmgeräusche. Okay. Versuch du auch mal. Mach Spaß, Mama. Also ich weiß, von wem Nitonau das hat, dieses Geschreie.
Ich kann es mir gut vorstellen, vom Vater wahrscheinlich. Jetzt reg dich über die Taube auf! Wieso sollte ich? Die hat doch... Reg dich über die Taube auf! Was ist das denn für eine Taube? Boah, die sieht ja total bescheuert aus. Ja, genau so! Kann doch nicht sein! Ja! Wieso sitzt die da so? Ich hab keine Ahnung, lauter Mann! Das kann nicht sein! Wieso sitzt die da so? Mensch! Tier! Kartoffel! Kartoffel? Kartoffel! Ich stelle mir gerade vor, wie Nitona mit seiner Mutter vor dem Mikrofon sitzt und die Mutter so schreit, Nitona läuft mit der Grund rum. Ja, eben, sag ich dir doch! Mann, diese scheiß Taube! Wieso ist deine Kartoffel? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es auch nicht! Ah! Alarm! Alarm! Alle Einwohner des Planeten Erde, hier ist eine sitzende Taube. Bleiben Sie alle ganz ruhig. Es wird nichts passieren. Du machst mich so sauer! Es gibt mehr davon! Ah, was? Was ist das für den sitzenden Tauben? Ich habe nie eine sitzende Taube gesehen, aber scheinbar finde ich es gechillt. Was macht ihr da? Ah. Das ist keine Taube. Das ist eine Kartoffel! Ah. Ah. Wieso ist da eine Kartoffel? Hallo? Hallo? Fuck sie. Das ist eine Parodie von diesen 10 Arten von Nacktschnecken. Das ist auch ein ultra geiles Video. Es ist aber nicht für die Show, ne? Das ist von dem anderen. Kartoffel. Ah. Fuck Nummer. Ah. Jetzt soll mich einblenden können. Kartoffeln. Der. Ja. Sie. Gott, eins, ich bin gar keine Kartoffel, sondern Manuel Neuer. Und wer ist dann dieser Manuel Neuer? Eine Kartoffel. Dieses Meme ist doch auch schon uralt, Mann. Ich glaube, Nietzsche noch reist zurück in der Zeit. So. Der lebt in der Vergangenheit, wie Vic. Eine Kartoffel! Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi. Oh, diese Ernährung ist auch so alt. Tot, da kann man nichts mehr machen. Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi. Ah, du hast Hasi getötet. Wieso hast du Hasi getötet? Warte mal, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Babyzug! Junge, wieso bist du so klein? Hör auf, ein Babyzug zu sein! Du bist so ein kleiner Zug, Baby! Das ist einfach nur das Anfang und das Ende von einem Zug und der ist auf einem Container draufgeladen. Der fährt gar nicht mehr aktiv gerade. Also sind es nur Babyzugteile oder einfach nur Zugteile. Allmann, Besserwisser Brody. Ist am Start. Nice, weiter geht's. Baby! Oh, mich nicht! Ich mag singen. Ich mag tanzen. Ich mag Züge. Züge. Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Are you winning, son? Apropos Tanzverbot, da können wir direkt mal anfangen mit, und zwar... So, ich habe hier mal meine Zuschauer auf Instagram gefragt, gucken, was die mal so dazu sagen, weil sie am Sitz... Junge Andy, denkst du eigentlich, du bist komplett lustig? Ich sitze hier mit ein ernsthaftes Problem und du versuchst lustig zu sein. Ich habe extra noch dazu geschrieben, nur ernst gemeinte Antwort. Ich schwöre auf alles, wenn er nicht... Ja, we need to know, das schreibt... Klar, schon wieder ernst gemeinte Antworten. Oh, wieso habe ich die Story eigentlich nicht gesehen? Ich hätte gerne drauf... Habe ich die Story gesehen? Wieso habe ich nicht drauf geantwortet? Ich hätte voll die ernste Antwort geben können eigentlich so. Warum sitzen Tauben eigentlich? Ich google jetzt mal. Warum sitzen Tauben? Bitte nicht wegsehen. Kranke Taube? Fragezeichen. Okay. Hilfsbedürftige Tauben. Kranke Tauben erkennen. Wenn sie verdächtig erscheinen... Überlebenschance. Diese Tauben haben kaum noch eine Überlebenschance. Werden sie überfahren oder gar nachts von Ratten getötet? Tauben mit verschnürten Füßen? Nee, das ist nicht. Ist aber, wie gesagt, sollen das nicht mehr fliegen oder hilflos in der Ecke liegen? Hier sitzen, steht auch nichts dabei. Wenn die so ein Wesen sind, dann ist es meistens auch schnell medizinische Hilfe für ein Tier zu überleben.
Okay, also diese Seite hier sagt, dass es auch sein kann, dass diese Taube einfach nur krank ist. Und man ihr es schnell helfen sollte. Also, also wenn das so der Fall ist, dann nice. Dieses Video auf jeden Fall gut. Nichts zu mir nicht irgendeine vernünftige Antwort gibt. Bagger. Der hat mir ein Bild von einem Bagger geschickt. Ich raste aus. Ich raste aus. Du bist so blöd. Du bist so eine blöde Taube. Bist du etwa zu fett? Kannst du nicht mehr fliegen? Junge, beweg deinen fetten Arsch und geh arbeiten, du faule Stück Scheiße. Am Ende ist die Taube einfach wirklich krank und so und kann nicht mehr fliegen oder ist kurz vorm Sterben, weil die hungert oder wie auch immer. Und Need to Know sagt einfach, geh arbeiten. Alles klar. Was? RIP. Nein, so war das nicht gemeint. Es tut mir leid, dass ich so gemein war. Du kannst sitzen bleiben, so wie du bist. Bitte, bitte tu's nicht. Bitte tu's nicht. Bitte tu's nicht. Ah! Ah! Nein. Nein, er war doch mal so jung. Nein. So, das war's mit diesem Video. Meine Stimme ist komplett tot. Ich hoffe, meine Nachbarn waren nicht zu Hause. Oh, das würde ich feiern, ey. Welche Nachbar, ich würde es feiern. Was mache ich? Oder ich würde dann den Krankenwagen rufen und doch gleich Leute, die in weißen Kitteln ihn abholen kommen, glaube ich. Täglich für das Schatz. Ich habe mich hier gerade 10 Minuten über eine Taube aufgeregt. Wollte mich eigentlich Also das mit dem aktiver werden, hat auch nicht so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt aktiver. Ja, genau. Nein, Spaß. In den letzten 6 Monaten ist ziemlich viel passiert. Deswegen habe ich nichts hochgeladen. Ich denke aber nicht, dass es euch interessiert, was passiert ist. Deswegen labe ich euch einfach mal nicht voll. Mein Face-Reveal wird auf jeden Fall kommen. Keine Angst, keine Angst. Was denkt ihr? Wieso sitzt... Ja, das sagt er jedes Mal. Jedes Mal. Face-Reveal kommt dann. Face-Reveal kommt dann. Face-Reveal kommt dann. Dann doch nicht. Ich will Facts. Ich will ein hübsches, wunderschönes Gesicht jetzt sehen, Need to Know. Ich weiß, du hast es. Zeig es. Diese Taube. Darf sie von euch aus sitzen oder seid ihr auch der Meinung, dass sie nicht sitzen darf? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Das war's dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut mir meine Mama ein bisschen Fanmail. Das würde sie bestimmt freuen. Und außerdem habe ich die natürlich nicht wirklich geschlagen. 1, 2, 3, jetzt. Auf jeden Fall. Ah, das ist deine Mutter, wirklich? Ah, das ist deine Mutter. Kann man hier in deren Spiegelung sehen? Ist das hier Need to Know? Guck, wir haben, guck mal, der wunderschöne Ohrläppchen. Nein, das ist kein Ohrläppchen, Kopfhörer wahrscheinlich, aber das ist nicht genau das Kopfhörer. Oder ne? Jetzt. Auf jeden Fall. Nee, das ist ein Arm, das ist ein Arm. Das ist ein Arm. Hier ist der Arm runter, ja. Ja, er hat seinen Arm geleakt. Jetzt. Auf jeden Fall, tschüss. Socken aktivieren, Kanal, aber keine Ahnung, ist zu lange her, tschüss. Und geht noch weiter. Was macht denn jetzt? Ja, was guckst du? Ich weiß, dass du mich mobben willst. Jetzt hau ab. Die sitzt einfach immer noch. Die sitzt doch jetzt schon seit 10 Minuten. Was? Ich glaube, die bringt mich gleich um. Ich habe sogar einen Pool im Garten. Okay, Jungs, falls ich gleich sterbe, dann war's das. Mama, hier war noch nie eine Taube in unserem Garten und ich drehe heute ein Video, in dem ich mich aufrege über eine Taube und auf einmal kommt eine Taube und setzt sich vor mir hin. Das ist kein Zufall, das ist einfach nur, die haben mich gehört. Vielleicht kommt noch die Schildkröte. Ein eigenes Video mit vorgeschlagen, alles klar, nice. Ja, geile Sache auf jeden Fall. Nishinau ist back, ich bin gespannt auf das Face-Rival endlich. Auf das Fake-Rivalia. Keine Ahnung, wie man das schreibt oder ausspricht. Ich weiß es schon, aber das ist ein Teil vom Joke. Ne? Und ja, cool, dass Need to Know sich über eine kranke Taube so lange lustig gemacht hat, die wahrscheinlich kurz vorm Verrecken war. Aber cool, das ist Need to Know Humor. Aber ich fand es auch geil, dass er wieder mit seiner Mutter da rumgeschrien hat. Das fand ich auch sehr, sehr romantisch. Oh, Grüße ins Saarland, Need to Know. Oh, sorry.